Guten Morgen. Ja, wir haben es halb zehn, kurz vor halb zehn. Es ist denn heute Dienstagmorgen. Ja, heute ist der 8. Dezember. Und das bedeutet, wir können das 8. Türchen aufmachen. Ja, da freue ich mich. Heute ist der 8. Wir fangen mit Dani an. Heute ist ja eine gerade Zahl. So, das heißt, Nadine ist sowieso zum Schluss dran. Ne? So, und wir haben heute eine Röhre, eine Rolle. Die ist ziemlich hart. Also an den Enden zumindest. Ja, mal gucken, wie wir jetzt an die. Und heute ist, wie ich vorhin eine Mail bekommen habe, wohl Ausverkauf oder von einigen vom Mini-Katalog von Stampin' Up. So werde ich nachher mal schnüffeln. Ja, und mir sind die Plätzchen aus. Was ist das denn? Ausgegangen. Hobbyfun. Was ist das? Hobbyfun. Ich habe keine Ahnung, Leute, was das ist. Irgendwas von Hobbyfun. Ah, cool, das ist. Wow, aber da eine Riesenmenge drauf. Oh, guck mal, ist das nicht cool? Oh, das ist geil. Oh, danke, Dani. Das ist cool. Das ist Organza-Stoff mit so Blumenmuster. Wow, cool. Kann man sich denn zurechtschneiden und dann. Ja, aber aufkleben ist doch blöd denn, oder? Oder wie würdet ihr das befestigen? Auf Papier jetzt oder so? Ja, da könnt ihr mir mal einen Tipp geben. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ui, aber cool, Dani, ich danke dir. Bianca. Bianca, du hast es wieder bestimmt gut gemeint mit deinen Schleifen. Nee, der ist wirklich gut gemacht. Den brauche ich nicht zerschneiden. Weil man möchte sich die Sachen ja auch gerne dann ein bisschen aufheben, ne? Bin ich der Meinung. Oh, heute ist so ein Schmuddelwetter draußen. Also gestern ging es ja. Da hat sich ja wenigstens immer noch mal, ja, wie man halt die Dezembersonne kennt, ne? Zeigen lassen. Also bei uns hier im Norden. Wo ist die schon was? So, und wird natürlich auch aufgehoben, aber ohne Knick. Aber heute ist echt diesig. Heute wurde unsere schwarze Tonne abgeholt. Aber ich konnte überhaupt nicht schlafen, ne? Also ich bin irgendwas bei 4 Uhr noch was eingeschlafen und 8 Uhr irgendwas aufgestanden. Ich habe so viele Sachen im Kopf, ey. Kann ich gar nicht vorstellen. So. Du willst es echt wissen, ne? Also wenn das Video 20 Minuten dauert oder eine halbe Stunde, dann liegt es einfach nur darum, weil die liebe Bianca alles mehr als sicher machen wollte. Oh, hier haben wir einen wunderschönen Stein. Hast du den selbst bemalt? Da hast du die auch zugemacht? Also sie hat wirklich Angst gehabt, dass da irgendwas verschlauen geht. Oh, ich kenne das ja mit Malerei. Aber ich meine, ich habe das noch nicht selbst gemacht, aber guck mal. Oh, ist der niedlich. Oh, ich liebe den Puh. Der kommt bei mir auf die Fensterbank. Der ist toll, den liebe ich. Es ist tatsächlich Stein. Und wie malt man das? Gibt es da so Steinfarbe? Gibt es da spezielle Farbe? Oh, der ist toll. Vielen, vielen lieben Dank.
Freue ich mich. Kann man dich hinstellen? Nee, leider nicht. Schade. Was haben wir hier Schönes drin? Oh mein Gott, ich flipp aus. Oh nein, es ist eine Puh-Bär-Maske. Oh mein Gott. Bianca! Boah, ist das geil! Oh, ich freue mich. Oh, du verrückte Nudel. Oh, ich finde die toll. Ich liebe sie. Oh mein Gott. Hast du die selbst genäht? Oh. Oh, ist toll, ist toll, ist toll. Ich, oh, und die wird heute gewaschen. Die wird dann getragen. Oh, ich liebe sie. Oh, Bianca, du bist eine Wucht. Oh, ist das toll. Oh mein Gott. Ah, ich finde das klasse. Oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe den Stein und. Oh mein Gott, ich habe noch nie eine Puh-Bär-Maske gehabt. Oh. Oh, du bist eine Knuddelmaus. Ach, finde ich das super. Oh. Und Nadinchen kommt natürlich auch. Hier haben wir wieder die Klammern. Naschi. Oh, ich komme da gar nicht drauf klar. Das ist so unglaublich. Ich kann mich gar nicht mehr auf Nadine konzentrieren. Ach, ist das toll. Was haben wir hier Schönes? Hier ist ja so ein festes Band. Also es lässt sich auch super, also es ist super geeignet für Makramee und Armbänder an sich. Und ja, einmal in Blau und Grün. Dann haben wir hier gefrostete Perlenkappen, nee, Blumenkelche in Grün. Oh, das ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann haben wir hier die Perlen. Das ist auch eine Wahnsinnsmenge immer noch. Dann haben wir die Perlen. Solche Eier sind das. Oh, ist auch mal was anderes, ne? In drei verschiedenen Farben. In Creme, Blau und Braun. Also auch immer eine Wahnsinnsmenge, was sie da reinpackt. Und wir haben Buchstabenperlen in Blau. Also Buchstabenperlen in Blau hatte ich schon mal. Das heißt, es füllt sich langsam, diese Sorte. Ja, das war von Nadinchen. Ach, ihr Lieben. Bianca. Ja, Bianca, ich danke dir. Ganz, oh, Herzen. Oh, es ist so geil. Ich bin verliebt. Oh, ist das geil. Dani, dir danke ich auch. Für die Rolle. Ich muss nur gucken, wie ich die zwischen, mit dem Kleber und so. Wie ich die befestige. Aber ansonsten ist die echt ein Träumchen. Und die Menge ist Wahnsinn. Ja, Nadinchen brauche ich nicht danken. Das mache ich nachher spontan. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin hier noch kurz am Ausflippen. Also ich flippe den ganzen Tag bestimmt heute aus. Und ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen am 9. Bis dann. Tschüssi.